Tja, viele wussten es ja nicht, aber ich bin ein riesen Fan von Esoterik. Und deswegen sind wir heute auf der 26. Ja, und hier gibt es so tolle Sachen wie hier Karten legen, Aura, Fotografie, Channeling und natürlich wie auf jeder guten Messe auch Postkarten. Ja, und ich würde sagen, ich gehe hier mal total offen rein. So. Ich gehe hier mal offen rein und lasse mich einfach überraschen. So, ne? Hier kann man sich die Handschrift analysieren lassen. Ja, erfahren Sie nach Ihrer Schrift Ihre Eigenschaften. Auch persönliche Fähigkeiten. Müssen Sie erstmal was schreiben, ne? Und dann wird die Schrift geprüft. So, ein bisschen drüber. Ja, das ist egal. Und da bin ich jetzt natürlich gespannt. Ach, das geht jetzt in den Computer. Ja, da ist ein Programm drin vom Graphologen, ne, was die Schrift abtreibt. Der ist ja abgefahren. Der sieht aus wie aus so einem Science-Fiction-Film mit den Lichtern oben und so. Wie früher bei Star Trek, wie man sich die Zukunft vorgestellt hat. Ne? Das ist natürlich mein Stand hier, ist klar. Steine. Die sehen auch sehr lecker aus. Wir sind von einer Show, die nennt sich Steinzeit. Und da wären wir ja eigentlich hier schon am perfekten Thema angelangt. Wir wollen den Erfolg unserer Show steigern. Ja, ja? Soll ich singen? Würden Sie es machen? Ich glaube, das würde schon mal ein paar Zuschauer ziehen. Nee, ansonsten kann man da auch mit einem Stein weiterhelfen? Bei der Show? Ja. Kann man mit einem Stein weiterhelfen. Ja, den kriegen Sie. Ach, ne? Schön. Und den kriegen Sie. Ja. Und weil Sie die schwerste Arbeit haben, kriegen Sie den dicksten. Vielen Dank. Ich bin ja auch der dickste. Ja, deswegen passt das ja, ja auch. Er sagt zum Beispiel, Sie sind ein Abenteurer, Sie sind kein Langweiler. Das steht da schon mal. Ja, das stimmt schon mal. Ja. Das konnten Sie jetzt schon sehen. Ein sportlicher Typ. Und sehr aktiv sind Sie. Sehr aktiv und ein sportlicher Typ. Ja. Ja. Da könnt ihr mal sehen, nichts hier. Königstein ist fett geworden. Ne? Attraktiv, stimmt auch. Oh, 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 klar. Und Sie sind auch entschlossen. Sind aber auch sehr attraktiv. Ja, ja. Wir machen jetzt eine Karma-Analyse, ne? Okay. Das mache ich jetzt rein über Astrologie. Ja. Das hat mit Handlesen nichts zu tun, aber die Ergebnisse müssen ja stimmen. Ja, okay. Was ich brauche, ist der Familienname. Vorname. Ich geboren am die Uhrzeit. Und jetzt brauche ich noch den Geburtsort. Das ist Priblizhnaya. Wie ist das? In der ehemaligen UdSSR, das ist im Kaukasus. Sie sind ja auch ein alter Genosse, wie ich das so höre, oder? Von Dialekt her, ja. Ja, das ist richtig. Was ist der nächstgrößere Ort? Prochladny. P-R-O-C-H. Moment. Gut, fangen wir einfach mit Handlesen an. Okay. Machen wir so. Das ist der Kristall, der gerne hätte, wenn man ihn trägt, dass man von morgens bis abends singt und jubiliert. Ja. Deswegen haben wir ihn Jubelstein genannt. Ne? Wenn ich einmal reich wäre, heudi bidi 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 bum, alle Tage wär ich bidi bam, eidel deidel 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 Mann. Ich jetzt wollte ich schon einsteigen. Sehr freundlich sind Sie. Ein kleiner Draufgänger. Das kommt alles aus der Schrift. Mutig, ja. Und strebsam, ja. Fantasie haben Sie viel und kritisch sind Sie auch. Ach was, sehr Wahnsinn. Viel Disziplin haben Sie. Das kommt ja sehr hin. Kreativ sind Sie auch. Ach, pass auf, das wäre mir neu wiederum. Humor haben Sie viel, ne? Sie sind sehr sympathisch und angenehm. Oh, haben Sie das jetzt von sich aus gesagt? Nachgiebig, nein. Der sagt das. Mein Weib spaziert herum, beladen mit Geschmeid und aufgedonnert wie ein Pfau. Du bist eine alte Seele, hast zwischen 300 und 400 Mal schon gelebt. Nicht nur als Mann, auch Frau. Du hast mindestens 4 Schutzengel an deiner Seite. So viele? Die Länge, ja. Deine Kopflinie ist sehr lang. Du bist schlau oder intelligenter, als du von dir selbst das wahrnimmst. Echt? Du glaubst nicht an dich und dadurch bleiben manchmal viele Erfolge auf der Strecke. Dabei halte ich mich doch schon für so unfassbar intelligent. Du hast aber noch mehr drauf. Ja, was wir hier noch haben, du selbst im Mittelalter warst eine Heilerin. Du hast heute noch heilende Hände. Kann ich da ein Gewerbe draus machen? Ja, aber das geht nicht so als Heilerin. Heudi bidi 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 bum.
Alle Tage wär ich Bidi-Bam, Heidel, Deidel, 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 Mann. Mann, ich dachte, jetzt kommt Damm. Ja, und ein Feinschmecker, kulinarischer. Sie wissen, was schmeckt. Ein paar Delikatessen, ja. Jo. Jo. Boah, beschreib mal den Geschmack so ein bisschen. Ey, so ein bisschen wie Nicknacks. Das haut ja schon mal zu 100% rein. Die Fingernägel sind die Fenster der Seele. Deine Aufgabe ist, wie gesagt, Dienst an der Menschheit und mit jedem Medien arbeiten. Das Liebesleben lässt zu wünschen übrig. Das kann ich so nicht bestätigen. Ja, ich sehe hier diese Verästelungen. Was hast du da vorher gesagt? Alles mal ganz kurz zurück nochmal zu der Arbeit mit Medien und was hast du noch mit gesagt? Medien und so und mit Menschen. Ja. Das ist dein Dings. Du kannst Menschen begeistern, mitreißen. Du kannst auch sehr gut organisieren. Haben Sie schon mal selber so einen Test gemacht? Ja. Und was kam da raus? Bei mir? Auch nur gute Sachen. Ja, einiges, sag ich lieber nicht. Das Geheimnis. Ich fühle mich jetzt auch ein bisschen durchleuchtet hier, muss ich sagen. Ja, also viele Leute sagen das. Ich gewöhne mir jetzt eine andere Schriftart an, damit mich keiner mehr blicken kann. Ne? Ja. Wahnsinn. Ja. Gerade attraktive Persönlichkeit, da hat das Ding ja voll gestimmt. Ja, ne? Genau. Hat er genau hingeguckt. Ja. Jetzt genau gesehen. Gut, das machst du mal als Schnellgang. Dankeschön, Karl-Heinz. Hör mal, hat sie gesagt, die Fingernägel sind der Spiegel zur Seele? Die Fenster der Seele. Die Fenster der Seele? Deine, ja. Aber deine Fenster ein bisschen schmutzig, deine Fenster schon lange nicht mehr geputzt worden. Kannst du noch eine Prognose abgeben, ob das jetzt beruflich bei uns klappen wird mit der Steinzeit? Das ist unsere Show. Ja, ich könnte jetzt zum Beispiel von dir eine Art Berufsanalyse machen. Ja. Ihr solltet vielleicht noch die Themen ein bisschen schärfer machen. Ja. In der Richtung Prophezeiungen zum Beispiel. Ja. Ja, ihr seht schon, das Gefühl hatte ich auch, die Themen müssen schärfer werden in der Steinzeit. Er hat das nochmal bestätigt und er hat sich aber versprochen, er hat Prophezeiungen gesagt, er meint aber Provozierungen, ja. Also das läuft ja auf YouTube sehr gut, wir müssen mehr Leute provozieren scheinbar. Ich fange auch direkt mal an, Dommeduven, oh Sohn. Hier, so, jetzt mach Beef. Kann man das zeigen mit dem Domme, ja, ne? Domme geht immer, ne? Ja, klar. Wir wurden gerade rausgeworfen, leider. Also ist ein sensibles Thema hier, ist ein sensibles Thema. Aber naja, ich bin spirituell aufgeladen, ja, und voller Tatendrang. Ja, und jetzt mit den neuen Steinen vom Herrn Specht hier. Vielen Dank nochmal, Herr Specht. Da wird es jetzt laufen. Ah, wenn das mal kein schlechtes Zeichen ist. Da wird es jetzt richtig laufen, zuschauermäßig in der Steinzeit. Da könnt ihr euch auf was gefasst machen. So, zurück ins Studio. Ja, und läuft. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer haben wir denn eigentlich mit dem The Change Man? Dem alten Magneten, mit dem alten Magnaten. Ja. So. 152 Grad. Guck mal, krass. Ist das gut oder schlecht? 152? Das ist für uns so normal. Ja. So, und ist kein Witz jetzt. Fred hat seinen Stein schon weggeworfen. Ich habe meinen hier, aber ich werfe meinen jetzt auch demonstrativ weg. Denn Fred ist Folgendes passiert. Wir waren an einem Sonntag da, ist jetzt kein Witz, ne? Und nachdem wir den Stein bekommen haben, sind wir sofort von der Messe geflogen. Auf der Rückfahrt hat uns unser Gast für die nächste Show abgesagt, die 3 Tage später war. Am nächsten Tag ist ihm direkt morgens schon die Hose gerissen. Hat es erst im Bus bemerkt, leider. Ja? Beim Zahnarzt wird die Kleinigkeit, wegen der er hingegangen ist, zu einer großen Kleinigkeit. Auf dem Weg nach Hause, voll in Scheiße gelatscht. Ist kein Scheiß, ne? Also ist echt passiert. Ist ein Glücksstein? Soll uns bei der Show helfen, ja, der Stein. Dann sind wir nach Köln gefahren, wollten noch auf die Süßigkeitenmesse, sind nicht reingekommen, irgendwie gar nicht. Ja, und am nächsten Tag die zweite Hose gerissen, selbe Stelle. Wow. Ja, und. Hier sind noch andere Dinge, die kann ich hier nicht. Und Fred Seife ist nicht fest geworden, ist auch kein Witz. Ja. Also, was, naja. Die Seife ist nicht fest geworden.